Hallo, hier ist euer xGamer032x. Diesmal habe ich euch von Let's Play Minecraft, also aus meiner Minecraft-Serie Teil 7 mitgebracht. Und diesmal, wie ja im vorletzten Teil und im letzten Teil gesagt, beschäftigen wir uns diesmal mit den Bäumen, die wir vor der Tür gepflanzt haben, dass wir die abernten. Da wir ja viel Holz brauchen für den Umbau der Hütte. So, dann mache ich nach dem Baum hier mit eine neue Axt, weil mir das zu langsam geht. Und dafür ist auch viel zu wenig Zeit für den Part da. Timer habe ich heute auch gestellt. Gut, machen wir uns eine Eisenaxt. Machen wir uns gleich zwei, da es etwas lange dauern wird. Und ich habe keine Lust, immer welche neu nachzumachen. Gut. Jetzt gehen wir halt wieder raus und machen weiter. Die sollten jetzt lange halten und dürfte auch ganz schnell gehen. Ja, seht ihr, geht ganz schnell. So muss man Holz ernten. Also, Lücken abschlagen, wie auch immer. Gut. Wie ihr sehen könnt, geht das schon echt schnell mit so einer Eisenhacke. Und wir brauchen nachher auch wieder Baumsamen, damit wir wieder neue Bäume anpflanzen können. Die kriegen wir auch ganz leicht. Die Blätter fallen von allein ab, wenn wir den Stiel abschlagen. Dann haben wir hier auch gleich schon alle fertig. Wir haben bis 2 Minuten gebraucht. Das ist eine erfreuliche Nachricht. Gut. Ja, dann sind wir fertig. Jetzt dürfen wir eigentlich sehen, wie die Blätter ganz langsam verschwinden. Ja, seht ihr, da fallen die Baumsamen runter. Verschwindet ganz langsam. Und damit wir das wieder pflanzen können, immer auf der Erde, weil hier auf Beton geht das nicht, nur auf der Erde. Ich würde es immer empfehlen, auf den alten Plätzen, wo die anderen standen. Das ist immer am einfachsten und man kann sich nicht irgendwie täuschen oder so. So. Hier noch einen. Gut, dann haben wir das schon mal fertig. Und wir haben 40 Holzblöcke. Das müssten ganz schön viele sein. Die machen wir jetzt einfach mal zu richtigem Holz. Gut, mal gucken, wie viel wir davon kriegen. Das müsste noch reichen. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir ganz schön viele neu bekommen. Damit wir unser Haus jetzt erweitern können, müssen wir erstmal die Holzplatten auswählen. So, und dann stellen wir das einfach hier so hin, damit wir da hochkommen. So. So, dann als nächstes bauen wir einfach wieder neue Umrisse. So. Ich denke mal, das wird diesmal reichen mit dem Holz. Nicht so wie die letzten Male. Ach, egal, müssen wir sowieso machen. Ein bisschen was schief gegangen. Das machen wir, beulen wir einfach wieder aus. So. Dann sind die Bretter schon wieder leer. Das waren 64 Stück. Kommen nochmal 64 dazu. So.
So, das sollte jetzt eigentlich reichen. Denke ich mal. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. So, jetzt machen wir uns noch ein Dach. Was auch reichen sollte eigentlich. So, das reicht ja gerade aus. So, jetzt ist es ganz schön dunkel hier drin. Gut, dann buddeln wir uns eine Etage tiefer. Hier. So. Können wir in die zweite Etage. So, jetzt brauchen wir wieder ein paar Sticks, die wir uns so machen. So, und dann können wir hier die Sticks rausnehmen. Dann nehme ich nicht so viele, weil irgendwann werde ich bestimmt nochmal das Holz brauchen. Das ja etwas dauert, bis wieder neue Bäume gewachsen sind. Deswegen brauche ich die nicht alle gleich so auf. So, die 16 Fackeln reichen schon zu 100%. Wo hatten wir das Loch gemacht? Da, neben der Tür. Gut, wir brauchen jetzt zwei Leitern. Zwei Leitern, wir machen Leitern. Okay, das geht so, indem ihr auf der linken Seite welche macht, in der Mitte ein und rechts auf der Seite komplett voll. Dann kriegt ihr eine Leiter. Ich will mir aber ein paar mehr machen, deswegen nehme ich auch mehr Stäbchen. Also Sticks. So, drei Stück reichen. So, dann haben wir drei Leitern. Gut, die Leitern platzieren wir einfach an der Wand. Eigentlich bräuchtet ihr nur so zu machen. So, das würde schon reichen. Aber optisch sieht das anders eigentlich viel besser aus. Deswegen mache ich hier noch einen hin und noch einen. Was schon wieder nicht reicht, da wir nicht genügend Sticks haben, machen wir uns eben wieder ein paar Sticks. Hölzer. Gut. Sticks haben wir auch parat. Dann brauchen wir noch eine Leiter. Also so. So, so. Fertig. Das ist die Leiter, die wir brauchen. Mehr brauchen wir gar nicht. Dann haben wir den Weg nach oben schon perfekt. So, da wir jetzt ja einen zweiten Raum oben haben, haben wir auch doppelt so viel Platz im Haus und wir sind besser geschützt, weil wir noch weiter oben sind. So, jetzt brauchen wir nochmal Licht. Das platziere ich da. 2, 2, 1, 2 hier. Und hier. Und hier. So, das sieht auch ganz gut aus. Ihr dürftet jetzt wieder gut sehen können, da YouTube ja eine Kackgrafik hat. Was bauen wir hier? Genau, hier bauen wir uns noch erstmal so eine Art Werkbank hin. So. Die stelle ich mir dann hier hin. Joa. Und dann machen wir uns noch eine Kiste. Schön zum Sachen deponieren. Und da packen wir dann erstmal diese Werkzeuge rein, die wir nicht brauchen. Würde ich so vorschlagen. Gut, haben wir das gemacht. Dann gehen wir noch mal runter. Und packen die Sachen wieder hier rein. Das Eisen. Fackeln können wir alle behalten. Die brauchen wir immer. Die Steine können wir auch immer gut gebrauchen. Den Kies werde ich gleich noch wegschmeißen. Gut, jetzt habe ich noch eine Sache mit euch vor. Und zwar wollte ich mit euch Eimer machen. Und dann zeige ich euch mal einen kleinen Trick in Minecraft. Einmal macht ihr so. Ich mache mir zwei. Die können wir nicht stapeln. Deswegen müssen die nebeneinander. Und jetzt habe ich mit euch noch einen Trick vor, bevor die Zeit wieder um ist und die nächste Folge wieder sein Ende zuläuft. Das könnte jetzt etwas dauern, bis wir da sind. Deswegen gehe ich einfach mal hier runter. Und wir müssen jetzt Wasser holen. Da unten haben wir auch schon genug. Ja, wenn das mal nicht genug Wasser ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Gut, dann holen wir uns erstmal schön Eimer voll. Gehen wir zurück. Und jetzt will ich euch mal einen kleinen Trick in Minecraft zeigen. Den habe ich auch einmal selbst durch Zufall herausgefunden. Er steht auch im Internet, aber ich zeige ihn euch jetzt. Falls ihr irgendwann mal unendlich Wasser braucht, also viel Wasser und ihr wisst einfach nicht, woher ihr Wasser kriegen könnt, ihr seid in einem Wüstengebiet oder so. Keine Panik, ihr braucht einfach nur zwei Eimer Wasser voll. So.
Wir machen das noch ein bisschen gerade, sieht besser aus. So, das sieht doch ganz schön aus jetzt. Wir werden das nachher auch nochmal zumachen, damit wir das hässliche Loch in der Erde nicht mehr sehen. So, jetzt zeige ich euch den Trick. Wenn ihr unendlich Wasser haben wollt, das passt auch sehr gut. Es wird nämlich gerade schon dunkel. Das Ende des Parts ist sowieso gleich nah. Deswegen zeige ich euch das jetzt schnell. Wenn ihr unendlich Wasser haben wollt, dann braucht ihr einfach nur einen nach unten graben. Also 2x2 Blöcke. So. Wenn ihr es schön haben wollt, dann macht das so. Ich mache das jetzt schnell hier mit. Also so könnt ihr das jetzt echt nur machen, wenn ihr das perfekt schön haben wollt vor eurem Haus. So, gleich ist der Park zu Ende. Gut. Wenn ihr es schön haben wollt, dann könnt ihr das so machen. Nehmt dann einfach Steine und füllt ihr das so. Okay, das war schlecht. Aber wir haben das so, wie wir das wollen. So. Natürlich ohne den hier hinten. So. Da machen wir wieder Matsch. Das passt ja besser. Gut. So, und wenn ihr das 2x2 einmal und ein Tief habt, dann nehmt ihr einfach euer Wasser und macht das in eine Ecke. So, nun nehmt ihr den anderen Eimer und macht das in die andere Ecke. Jetzt ist es gerade, jetzt könnt ihr so viel Wasser nehmen, wie ihr wollt. Das ist so ein kleiner Trick, ist aber sehr nützlich. Und ihr könnt hier wirklich so viel Wasser nehmen, wie ihr wollt. Es ist unendlich Wasser. Es ist sehr nützlich. Und mein Timer sagt schon wieder, dass dieser Teil von Minecraft auch sein Ende hat jetzt. Joa, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, würde mich freuen. Abonniert mich. Joa, wir sehen uns im nächsten Teil wieder, Part 7, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. Und ja, im nächsten Part werden wir das Haus noch etwas verschönern und ein bisschen besser kombinieren mit Holz. Wir werden noch etwas anderes, wir werden Glas herstellen und ja, bis dahin, ciao.